Hallöchen, willkommen zurück zu Battles of Ruin. Wir starten ein neues Spiel, mal gucken, ob wir dieses Mal ein bisschen schlagkräftiger sind. Wir haben ja in letzter Zeit viel mit Wiesel gespielt. Ich möchte jetzt aber mal Doppelwiesel-Action haben. Ich will mit Dots arbeiten, so viel es geht. Ich möchte auch die Wiesel noch ein bisschen mehr Zeug freischalten. Deswegen machen wir das mal. Wir lassen die Eide raus. Und dann geht's auch gleich mal los. Was nehmen wir denn Schönes? Wir nehmen die 8 Max mit. Das ist mir doch relativ lieb. Dann schauen wir mal, was wir hier raushauen können. Du kannst hier schon mal... Ja... Was ist denn hier am schlauesten? Wenn wir den auf jeden Fall raushauen. Ja, passt schon. So, immerhin keinen Schaden. Ach, das war schon krass, letzte Folge, ne? Das war krass. Dann gehst du hier unten für 6 Schaden, das passt. Danke. Fügt der ganzen Truppe 4 zu. Das könnte man vielleicht nochmal machen. Nein, wir nehmen das Teil. Blutung wird nicht mehr reduziert. So, beim Informanten sagen wir natürlich, freilich machen wir das. Dann los, los, los. Nochmal 2 Mäusken. Auf wen geht ihr? 2x4 muss auf jeden Fall rausgenommen werden. Das macht 12. Das macht nur 12? Aber passt schon. Dann können wir hier schon mal ranbluten. Nice. Gucken wir bei denen irgendwelche Talente oder Skills freischalten, die uns dabei helfen werden, mit Dots weiter zu agieren. Fünf Schaden steht der Gegner in der hinteren Reihe. Nochmal 4 plus 4 je Charakterstufe. Nice. Okay. Nehme ich mit. Ich muss dran denken, dass das in der hinteren Reihe nochmal ein bisschen mehr wird. Lass mal hier zum Wunschbrunnen. Zufällig nehmen wir... Meine Karte sind weg entfernt. Dann nehmen wir mal nur die 5 Rüstungen, die wir bekommen. Zu Beginn seiner Runde erleidet dieser Charakter Vitalität. Warte. Einfach Blutung hinzufügen auf irgendwas. Ja. Nochmal Blutung hier vielleicht. Oder? Ne, komm. Kombinieren wir doch gleich mal hier. Dass Blutung nicht abklingt und dann noch eine Blutung dazu kommt. Kampf oder Flucht oder Verstecken. Eine Karte von jedem anderen Pfad abwerfen. Hört sich auch nicht schlecht an. Dann haben wir hier halt normale Kämpfe. Das ist, glaube ich, deutlich angenehmer. Schauen wir mal. 5 auf beide, 10 hier drauf und nochmal 5 auf beide. Ungünstig. Sollten wir zumindest mal einen von denen rausnehmen. Hoffentlich. So, das würde 6 Schaden machen. Das würde jetzt auch nicht reichen. Das würde reichen. Ja, dann kriegst du 2 Damage. Ne, einen.
War das Beste, was wir machen konnten. Wir können einen zurücktreten, das wäre vielleicht bei ihm jetzt nicht schlecht. Dann müssen wir uns um die 12 nicht kümmern. Ja, sollte ich machen, ne? Und lasst euch schon mal hinten rein drücken. So, den 12er. Kriegen wir den? Das wären 6, das wären 12 und nochmal 4. Das wären 22. Das würde reichen. Das würde schon mal reichen. Okay, er braucht nur noch 6 Damage. Passt. Supi. Ach, die Musik kickt auch schon wieder, ne? Die Musik kickt auch schon wieder. Das ist so gut, dass du die hier aus der Reihe schieben kannst, dass sie nichts machen. Da wäre es halt auch klasse zu sagen, wir könnten ihn auch noch nach vorne ziehen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man das abwirft, bekommen wir was. Schnieke. Nochmal für die hintere Reihe extra Schaden. Ich nehme jetzt das Teil. Hintere Reihe extra Schaden wäre zwar geil, aber... hilft ja nicht. Vielleicht alle Einheiten in der vorderen Reihe einen verschanzt. Solange dieses Ziel über Bla verfügt, kann es nicht bewegt werden. Ist zwar jetzt nicht geil, aber besser als die andere Chose. Bei dir? 8 Witzschaden verlieren, aber 4 Regen draufhauen. Okay, fügt dem Charakter 15 Schaden zu. Verätzte immer hier. Okay. Platziert die Waffe des Charakters. Ne, kommt dann immer ein bisschen was zum Recovern. Auch wenn das uns erstmal auf den Sack gibt. Trainingsübung. Werte erhöhen. Pff. Ja, okay, wir haben das gerade so. Erhöht die Ausdauer eines Charakters um 1. Ist momentan egal für wen, ne? Lass mal kurz gucken. Machen wir bei dir, weil du die Zweihänder hast. Scheiße. Scheiße, wir können uns das Boot nicht leisten. Kacke! Eine Stufe aufsteigen? Okay. Das nehme ich. Schnelle Reflexe. Die Wachen rücken näher, du musst schnell sein. Bei wem wirst du Rat suchen? Hier. Ja. Dann schauen wir mal. Oh, das sieht gut aus! Zu Beginn seiner Runde werden alle Blutungsstapel in Wit umgewandelt. Ja, okay, das nehme ich jetzt auch gleich mit. Die Agenten, zufälliges Gefecht ablegen. Ist eigentlich wurscht. Na, wobei, das hätte vielleicht noch einen... Na, egal. Ah, egal, egal, egal. So, wir können einen wegtreten. Sollten wir vielleicht mit einem von denen machen. Okay, machen wir auch. Den Gegner 9x2.
Das kannst du auch machen. Andererseits brauchst du das nicht. Der ist so im Eimer. Dann können wir da aber hier wirklich den da machen. Nice. Dann setzen wir hinten schon mal an. So, die 8 Schaden sind okay. Ich habe nichts zum Abwerfen, ungünstig. Und auf wen gehst du? Okay, die 1x3 und Blutung. Hm. Okay, der überlebt ja so oder so. Ja, die eine Blutung. Die eine Blutung, ne? So, was nehmen wir? Noch mehr Blutung? Noch mehr Blutung. Ja. Wir dotten. Wir dotten sowas von. Was ist denn Beklemmung? Truppe leidet 5 Schaden, wenn wir das nehmen. Aha. Karten kaufen oder Waffen kaufen. Wir haben eh für nichts Geld. Dann gehe ich lieber mal zu den Flinkfüßen. Die sind auch zu teuer. Okay, danke schön. Dann Mentor Deck anpassen. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt machen können. Eine Karte aus dem Deck duplizieren. Hey. Da könnte man doch hier gleich mal den da machen, ne? Was Geileres haben wir momentan noch nicht am Start. Informationen nehme ich jetzt auch. Dankeschön. Immerhin 100 Erfahrungspunkte. Den Kaufmann in Not werden wir auch helfen. Das sollen wir. Ich hole mir Kohle. Ich hole mir Geld. Als du anfängst, deine Taschen mit Gold zu füllen, wirbelt einer der Schläger plötzlich zu dir herum und schmettert den Kaufmann gegen die Wand. Seht nur, da versucht jemand uns zuvorzukommen. Armer Kaufmann. Armer Kaufmann. Armer, armer Kaufmann. Okay, auf wen haut ihr? 8 hier drauf. Nochmal 8. Und 8. Dann würde ich fast sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Maus hier raus. Moment. Das hat den Bonus nicht kopiert. Interessant. Scheiße. Die 9x2 sind eigentlich da, glaube ich, besser aufgehoben. So, aber von ihm verabschieden. Von ihm auch. Nice. Au. Hätte ich mal besser aufgepasst, wer auf was geht. Ach, mit ihm kann ich auch noch warum auch immer dachte ich, das ist ein Wolf. Alter. Warum auch immer ich dachte, das wäre ein Wolf, ne? Warte mal, er holt sich jetzt nur Rüstung. Ich lasse das jetzt mal, damit ich hier nochmal ein weiteres Life regeneriere. Ja, hätte ich jetzt nochmal warten sollen, ne? Ah, ich depp. Ich depp. Das hört sich für den Anfang gut ein, aber.
Nee, ich lass das. Nee, ich hol mir das nicht. Mühsam steht der Kaufmann vom Boden auf und klopft sich den Staub von der Kleidung. Er blickt zu dir herüber, wohlwissend, was du getan hast. Behalte das Geld und lass mich in Frieden, seufzt er. Ganz gleich, welches Banner ihr ist, am Ende seid ihr alle gleich. Ja, sorry. Das war auf der Wiesel. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, was das gemacht hat. Wir gucken uns mal hier Waffen an. Und vor allem Rüstungen. Ich brauche mehr Rüstung. Beginnt den Kampf mit 38. Wow. Da müssen wir mal gucken. Bei ihm wäre das nicht verkehrt. Komm, wir packen das mal zu ihm drauf. Und die nehmen wir mit. Und die benutzen wir jetzt erstmal. ...517, das könnte gerade so reichen. Wir kriegen noch einen Wiesel dazu, hey. Sehr schön, 3-1, passt. Eine Stangenwaffe, 10 Schaden. Bewegt einen Gegner und 4 Karten ziehen, das ist völliger Mumpitz. Das ist nicht so cool, aber vielleicht können wir das ja noch ändern. Rüstungsmäßig, lass mal kurz gucken bei Janning. Falsche gewählt. Du hast eine 14er. Ja, ist auch noch ratsam. Ist noch ratsam. Es war eine Falle, sowas aber auch. Wer hätte das hier gedacht, ne? Wer hätte das gedacht? Okay, Zähne und Blutung, das ist... Moment, du wandelst Blutung in Zeug um, ne? Das ist okay. Da müssen wir auch nicht so viel blocken. Das ist ja perfekt. Ihn können wir einfach in die andere Reihe schieben. Nice. Okay. Wir können ja doch schon mal hier anfangen. Wir können ja schon mal hier anfangen. Günstig. Die durchbrechen wir nicht, die Rüstung. Dann nehme ich doch lieber hier nochmal extra Blutung drauf. Du kannst nichts mehr spielen, weil das alles hier für andere Leute ist. Schade. Dann beenden wir die Runde. Die hätten wir auch nochmal Blutung holen können. Wir jetzt. Ach ja, Dotten ist so schnieke. Und die Musik ist auch wieder nice. Also von der Atmosphäre hat das Spiel richtig was drauf. Deswegen gibt es diese Woche auch nur dieses Game. Weil mich das zurzeit auch richtig bockt. Das sollten wir nach hinten machen. Ja, es wird ja jedes Mal ein bisschen besser. Du stirbst schon. Praktisch. Dann bekommst du mal... das. Ja, komm, einen von euch kann man nach hinten treten. Man kann ihn nochmal von hinten, nach hinten treten? Nicht wirklich. Machen wir das Beste draus. Kurz überlegt, ob ich da noch was blutmäßig spielen kann. Ist nicht der Fall. So, jetzt bewegen sie sich nur noch.
möchten das noch ein bisschen rauszögern. Zumindest bis wir hier wieder durchgerast sind. Dann würde ich auch fast sagen... Okay, du stirbst sowieso nächste Runde. Gucken, ob wir da noch Zeit schinden können. Können wir auf jeden Fall. Auf wen machst du Blutung? Das ist auch perfekt. So. Wir haben uns erholt, dann kriegen wir noch Blutung da. Wir kriegen keine Blutung? Ach, come on. Keine Blutung. Das hätte uns doch mal geheilt. Ah. Oh ja, das ist schnieke. Verdorbene Karten haben wir jetzt gerade nicht. Akimbo, ja, nee. Nochmal eine 38er Rüstung. Benutzen werden wir sie jetzt noch nicht. Ah, wobei. Die könntest du dir jetzt eigentlich schon gönnen. Keine Verbündete. Ah. Zu Beginn jeder Runde kannst du eine Karte abwerfen, um zwei zu ziehen. Immer wenn der Charakter eine Karte verbannt. Das ist perfekt. Einen Charakter aufsteigen lassen. Das könnten wir mit Irving machen. Der hat's am weitesten. Ein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen, sowas aber auch. 12 Schaden bewegt da jemanden an eine neue Position. Waffenschaden verfügt das Tier über Bluten, fügt versteckte Klinge mit Kosten von 0 der Hand hinzu. Ja, oder verursacht 12 Schaden, werden die... Oh ja. Oh ja, wird die Rüstung des Ziels durchbrochen. 10 Gift aufs Ziel, nehme ich. Und du bekommst jetzt auch mal hier noch einen weiteren. Weiter, würde ich sagen. So, das hier ist Kackkarte. 8 Schaden hier, 9 Schaden dort und 8 Schaden hier. Das ist alles machbar und halb so tragisch. Du wirst jede Runde stärker. Kriegen wir seine Rüstung weg? Waffenschaden und 4 und das 12. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Sieht gut aus. Der ist nächste Runde tot. Dann müssen wir uns nur noch um die Häschen kümmern. Nice. Dann machen wir das doch. Erstmal gucken, auf wen gehen die denn. Gut, beide hier oben rein. Da oben. Ich hätte ja gerne die Karte oder die. Das. Aber was ist das denn? Das ist kein Talent, sondern irgendwas anderes. Dass du bei jedem Angriff irgendjemanden vergiftest oder solche Spielereien. Das ist nice. 6 Schaden da sind okay. 6 Schaden da oben sind auch okay. Ja, das sieht doch auch nice aus. Das ist 8 Witzschaden und 9 mal 2. Das hier dürfst du fast wegmachen.
Oh, hey! Schau mal einen an. Nachtragend. Ja. Das ist so gut. Der blutet jetzt auch schon fast aus. Geil. Beide sind down. Brauche ich noch irgendwas hier machen? Nö. Passt schon. Charaktere in der Reihe. Nö, das hier ist auch nice. Ein Charakter ist aufgestiegen. Was kriegst du denn hier Schönes? Verdirbt eine Karte, bla bla bla, eine versteckte Klinge. Ja, Waffenschaden, verfügt Ziel über Blutung, verfügt versteckte Klinge hinzu. Ja, das ist halt auch geil für Doppel-D. Das ist richtig krass. Die eine versteckte Klinge. Okay, pass auf, dann kriegst du hier zwei. Der Mönch gibt uns den Segen, auf Kämpfe wetten. Das wahnhafte Wiesel schon wieder, ne? Das verfolgt uns. Wenn wir den Mönch 250... Ne, ich geh mal zum Wiesel. Eine Fähigkeit verwandeln. Ach, Fähigkeit, nicht Fertigkeit. Halt, stopp. Mist, das sind wirklich die. Komm, lass mal einen normalen Hit wegpacken. 15, okay. Aber dann lieber doch das. Ist momentan ein bisschen schwach, was Verteidigung angeht, unterwegs. Ich hole mir erstmal den verborgenen Schatz und dann gucken wir mal. Das nächste Mal, dass dieser Charakter angreift. Okay, das gibt Ansturm auf irgendwas. Oh, also das will ich auch auf jeden Fall umtauschen, wenn es geht. Ja komm, gibt extra Ansturm. Okay, Elite-Kampf. Den würde ich gerne auch kennenlernen. Der Jäger Geißel. Du wappnest dich, als der mächtige Bär mit einem furchterregenden Hammer in seinen beiden Pranken einen solch rasanten Tempo auf dich zustürmt, dass sein Kopf mit jedem Atemzug von einer Seite auf die andere schwingt. Mein Vater war ein Schwarzfuß. So besessen war er von seinen Ritualen und Gebeten, dass er nicht einmal sah, wie sein Sohn auf den Scheiterhaufen fiel. An jenem Tag verlor ich mein Augenlicht. Aber ich brauche keine Augen, um euch mit meinem Hammer zu zermalmen. Ich rieche den Gestank der Schwarzkehrer, der an euch haftet. Als sie niederbrannte, konnte ich ihre Asche noch aus meilenweiter Entfernung riechen. Ja, gut. Mal gucken, ob seine Blindheit irgendwas macht. Er ist ganz alleine. Der Charakter attackiert das Ziel, das ihn zuletzt angegriffen hat. Okay. Dann fangen wir doch mal an, mit ihm anzugreifen. Würde ich jetzt zumindest mal meinen. Als letztes greifen wir mit dir an. So, dann nehmen wir den hier auch noch. Können wir nicht. Okay. So, und dann bist du dran. Er hat schon mal 48 Blutung. Und er ist tot. Er ist tot, er ist tot. 71. 71. Ja, passt schon. 74 Blutung. Ja, hat er nicht kommen sehen. Was ein Wortwitz. Noch ein doppelt gemoppelt, danke. Ausrüstungsmäßig der krasse Hammer. 14 Schaden fügt allen angrenzenden Zielen 3 Schockwelle hinzu. Der Hammer ist interessanter als das hier, muss ich sagen. Okay, sehr nice. Schön, dass wir die Folge mit dem Jäger beenden können. Gefällt mir. Also, Leute, macht's gut, bis dann. Nächste Folge geht's weiter. Ciao.